Flux FM in digitaler Gesellschaft. Sorry, es war so ein themenferner Einstieg. Ja, da habe ich keine Ahnung von Sekt. Aber ich habe mir die Frage gestellt, als der Fotosong lief, wo immer wieder vom Eis auf Sekt im Glas gesprochen wird. Ja. Ich glaube, es ist eigentlich umgekehrt richtig. Aber ich habe mich an deine Anweisung gehalten und über den Digitalomat nachgedacht. Was könnte das sein? Eine Frage, die gestellt wurde hier um 16 Uhr. Was könnte sich hinter der Überschrift Digitalomat verbergen? Es ist im Prinzip klar. Man muss sich ja nur umgucken in der Welt, um festzustellen, dass digitale Themen gesellschaftlich zunehmen, aber auch im Privaten werden diese Themen immer wichtiger. Und wenn man sich auf die Bundestagswahl vorbereiten möchte, hat man schon so Tools wie den Wahlomaten zum Beispiel zur Verfügung. Da geht's aber um alle möglichen Themen und nur selten um digitale Themen und eben wichtige Themen für unsere Hörerschaft in dem Bereich. Jetzt habt ihr mit dem Digitalomat diese Lücke quasi geschlossen. Ihr habt eine Marktlücke entdeckt, könnte man sagen. Und sofort geschlossen. Und sofort geschlossen. Man kann die Positionen, die man selbst hat zu digitalen Themenkomplexen, ja, die kann man quasi überprüfen oder checken, ob die quasi mit den Parteien übereinstimmen oder ob man selbst vielleicht sich wiederfindet im Parteiprogramm der einen oder anderen Partei, die zur Wahl steht. Ich habe es auch schon mal ausprobiert, bei mir kam die FDP raus. Herzlichen Glückwunsch. Lass uns gleich damit einsteigen, was ist da los? Warum habe ich die FDP ausgerechnet? Ich hab gedacht, ich bin total gut vorbereitet für digitale Themen. Ich habe immer mit der DigiGuess gesprochen, ja. Und dann klick, 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 12 Fragen gibt es, die man beantworten kann. Bei mir kam die FDP raus. Woran liegt es? Ja, das kann schon sein, dass die FDP da rauskommt. Mhm. Das ist ja eine Partei, die sich durchaus jetzt mit digitalen Themen auseinandersetzt, die eben auch das zu einem Wahlkampfthema gemacht hat und die da durchaus auch ganz gute Positionen hat, natürlich nicht an allen Stellen, aber man kennt sich ja auch eben so als früher mit das Justizministerium, zum Beispiel auch noch mit Lauthäuser Schnarrenberger, die dann eben auch für bürgerliche Freiheiten gekämpft hat. Also die FDP hatte auch eine gewisse Tradition und versucht, das Thema Digitales jetzt auch zum Wahlkampfthema zu machen und hier eben auch Bürgerrechte zu berücksichtigen. Gleichwohl ist es natürlich so, dass es eben auch bestimmte Themen gibt, wo wir jetzt nicht unbedingt mit den Positionen der FDP übereinstimmen. Das sei zum Beispiel TTIP, sind wir relativ weit auseinander, würde ich mal sagen. Aber wie gesagt mal, ist jetzt nicht zu unterschätzen. Es gibt eben auch vor allen Dingen die Oppositionsparteien, die da noch relativ gute Positionen haben im Bereich Netzpolitik, vor allen Dingen die Regierungsparteien jetzt. Fallen da jetzt eher, bekommen kein so gutes Zeugnis, wenn man das aus unserer Sicht betrachtet zumindestens. Und man muss natürlich sagen, es geht hier um die Wahlprogramme. Also wir haben uns jetzt halt im Vorfeld an die Parteien gewandt, haben zu den 12 Themen, die wir abfragen, Fragen an sie gestellt und eben gefragt, was sie daraufhin in der Zukunft machen wollen, wenn sie denn eben in Regierungsverantwortung kommen, ob sie das dann tatsächlich umsetzen, steht dann auch nochmal in den Sternen. Ja. Wir haben ja eben auch bei der letzten Legislaturperiode zum Beispiel gesehen, dass die SPD vorher gesagt hat, dass wir mit der Vorratsdatenspeicherung ein Problem haben und die dann trotzdem eingeführt hat. Nur so ein Beispiel von vielen. Also hier muss man natürlich dann auch immer für sich selber auch nochmal abwägen, wie glaubwürdig ist die Partei für einen selber. Ja, und man kann ja die Kombination auch vielleicht verwenden, um seine Meinung nochmal auszubilden aus Digitalomat und Wahlomat, wo vielleicht dann die anderen Themen auch nochmal deutlich abgedeckt werden. Genau, also Digitales ist ja schon ein sehr wichtiges Thema, aber sicherlich auch nicht das einzige Thema. Wir haben aber eben auch versucht, du hattest es ja schon gesagt, beim Wahlomat ist das eher so ein Randthema. Es kommen so 2-3 Fragen, glaube ich, vor, wenn ich mich recht erinnere, zu so digitalen oder zu Überwachungsthemen. Und wir haben jetzt eben dezidiert 12 und auch teilweise sehr spezifische Fragen eben gestellt zu Themen, die uns eben als Bündnis sehr wichtig sind. Es ist ja jetzt nicht nur von der digitalen Gesellschaft angestoßen worden, dieses Projekt, sondern Wikimedia ist mit zum Beispiel mit dabei, der Chaos Computer Club, CCC, die Open Knowledge Foundation und also viele Partner haben sich hier zusammengefunden und Experten in ihren eigenen Bereichen haben dann sozusagen die Fragen beigesteuert und dann auch die Antworten der Parteien entsprechend ausgewertet, sodass hier eben auch eine entsprechende Expertenmeinung mit eingeflossen ist, die das Ganze überprüft hat. Welche Themen habt ihr denn abgedeckt? Welche Fragen werden gestellt an die potenziellen Wähler und Wählerinnen der FDP? Und allen anderen Parteien. Ja, hast du gut erkannt. Vielen Dank. Also wir haben so Themenkomplexe im Grunde, sowas wie Überwachung, Zugang zu Software, die zum Beispiel von Staaten finanziert wurde im Vorbereich, also IT-Lösungen, sowas wie digitales Ehrenamt, aber auch Netzzugang. Wir hatten ja auch schon oft über Netzneutralität, Breitbandausbau gesprochen. Dann eben das Informationsfreiheitsgesetz, Transparenzregister, Lobbytransparenz, inwieweit kann man hier eben für Transparenz sorgen, Uploadfilter oder eben auch sowas wie Daten als Ware. Also wir haben halt hier versucht, verschiedene
verschiedene netzpolitische Themen abzugreifen. Und da kamen teilweise auch ganz interessante Positionen. Wie gesagt, vor allen Dingen die CDU als Partei, die sich auch die innere Sicherheit jetzt eben auf die Fahnen geschrieben hat, ist dann eben sehr für den Ausbau von Überwachung und also zum Beispiel Internetüberwachung zum Schutz der Kinder auch wird dann immer irgendwie angeführt, wo man jetzt nicht genau weiß, warum. Es wird auch keine wirkliche evidenzbasierte Sicherheitspolitik vorgeschlagen, sodass man eben die Maßnahmen, die eingeführt wird, auch erstmal überprüft, ob das in irgendeiner Art und Weise Sinn macht. Das ist der Thomas de Maizière, Evidenz und sowas ist nicht so wichtig. Das ist schwierig, ja. Gesichtserkennung ist natürlich auch ein großes Thema, wo sich die CDU auf jeden Fall sehr dafür stellt. Auch die SPD zeigt sich da sehr aufgeschlossen. Wie gesagt, so bei Software ist es ganz interessant, eben die Frage eben, wenn jetzt zum Beispiel, wir hatten das Beispiel in München, die dann eben mit Open-Source-Technologien gearbeitet haben, die Stadtverwaltung, ob sowas ausgebaut werden sollte, aber auch die gleiche Frage, wenn jetzt der Staat Ausschreibungen macht, wo Software entwickelt werden soll, die dann eben sozusagen staatlich finanzierte Programme, die entwickelt werden, sollen die dann nicht auch im Anschluss der Allgemeinheit zur Verfügung stehen? Hier sind vor allen Dingen auch wieder die Oppositionsparteien oder die Nichtregierungsparteien, eben auch die FDP zum Beispiel, dann eher sehr offen für sowas, währenddessen eben die Regierungsparteien dann eher nicht so offen für sowas sind. Was war denn am überraschendsten? Also wie gesagt, ich war ja überrascht darüber, dass die FDP mit meinen Meinungen relativ konform zu gehen scheint. Was war für euch überraschend beim Überprüfen der Ergebnisse? Ja, gar nicht so sehr viel überraschend. Also es war durchaus erwartbar. Also zum Beispiel ist jetzt die FDP halt auch, wenn man über Transparenz spricht, das Transparenzregister auch eher einschränkend. Also sie setzt sich jetzt auch nicht dafür ein, dass halt komplett alles transparent gemacht werden soll. Sie sagen, wenn halt zum Beispiel eben Unternehmensbeziehungen irgendwie aufgedeckt werden, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Interessant ist auch sowas wie der Glasfaserausbau, auch so ein Evergreen. Also da soll ja immer wieder irgendwie der Glasfaserausbau vorangetrieben werden. Hier wird eben gesagt, von der CDU bis 2025 soll das abgeschlossen sein. Die SPD geht in eine ähnliche Richtung, sagt dann auch noch 90%. Die Linke sagt dann noch darüber hinaus, dass auch der Zugang zum Netz halt günstig sein muss. Also es bringt uns jetzt auch nichts, wenn wir überall Glasfaser haben kann, da kann sich's leisten. Ja. Das finde ich auch eine ganz sinnvollen Einwand. Ja. Und natürlich die Grünen dann, die da auch noch hinzufügen, dass es auch nicht überwacht werden soll, dieses Netz. Dann interessant finde ich vor allen Dingen beim Informationsfreiheitsgesetz, wenn es also darum geht, eben Informationen vom Staat zu erlangen, wer hat sich zum Beispiel oder wie hat Herr Ackermann damals seinen Geburtstag im Kanzleramt feiern können, wenn man darüber Informationen haben möchte, sollen die jetzt aktiv vom Staat direkt einfach veröffentlicht werden oder muss ich als Bürger jetzt sozusagen jedes Mal dahin rennen und fragen und dann eben mit Ablehnungen rechnen und hin und her? Und interessant ist, dass die ausgerechnet die CDU in diesem Bereich mit dem Datenschutz argumentiert. Also da kommt dann auf einmal der Datenschutz ins Spiel. Das ist echt stark. Dann gesagt wird, nee, also das ist ja jetzt aktiv veröffentlichen und da müssen wir ja, da gibt's ja Datenschutzprobleme und deswegen, also das ist schon recht humorisch dann halt eben, wenn man bei allen anderen. Aber super interessant, wenn man da mal genauer hinguckt, ne, dass man dann solche lustigen Details feststellen kann. Also die CDU etabliert sich also offensichtlich als Datenschutzpartei. Ja klar, aber nur für Herrn Ackermann. Ja, nur für Herrn Ackermann, genau. Die müssen die Daten des Herrn Ackermann schützen, koste es, was es wolle. Ja. Wie gibt es ein netzpolitisches Fazit vielleicht für die Bundestagswahl? Ich meine, jetzt eine direkte Parteienempfehlung möchten wir auch nicht hören, aber gibt es Tendenzen, die man vielleicht beobachten konnte? Gibt es vielleicht... Naja, also ich denke, wenn man die letzten 85 Ausgaben unseres Podcasts hier gehört hat, dann hat man so eine ungefähre Vorstellung davon, was die Regierungsparteien machen. Wenn man dann ein bisschen länger zurückblickt, kann man auch sich überlegen, wie halt zumindest eine Oppositionspartei sich in der Vergangenheit da verhalten hat und kann daraus zumindest abmessen, inwiefern man diesen Wahlversprechen, die gemacht werden, Glauben schenken kann. Und darüber hinaus, kann man sich dann eben, wenn man sich durch die Fragen durchklickt, auch die Antworten der Parteien entsprechend mit durchlesen, was sie eben geantwortet haben und sich daraus seine eigene Meinung bilden. Und ich denke, das ist ja eben das Zentrale, was wir damit wollen. Wir wollen jetzt eben nicht sagen, ihr sollt jetzt eben Partei XY wählen oder sonst irgendwen, sondern es soll halt eben eine Möglichkeit sein, dass hier die Leute sich ihre eigene Meinung bilden können. 12 Fragen durchzuklicken geht relativ zügig. Wer dann noch die Antworten lesen will, kann ein bisschen mehr Zeit mit einbringen. Ja. Und insbesondere, wie gesagt, ist ja nicht nur Digitalpolitik, die jetzt im Bundestagswahlkampf das Thema schlechthin ist, sondern eben das vielleicht noch mit dem Wahl-O-Maten vergleichen und dann tatsächlich vielleicht bei den 2-3 Parteien, die sich vielleicht sogar herauskristallisieren, die immer relativ gute Rankings sozusagen dann bei der Beantwortung der Fragen haben, die vielleicht nochmal nehmen und dort die Wahlprogramme tatsächlich mal lesen oder tatsächlich einfach mit den Abgeordneten versuchen, in Kontakt zu kommen und dort mal
ja, so ja, ein bisschen abzuchecken und abzuklopfen, was denn die passendste Partei für einen ist, ja, ich bei gut. dieser Wahl. Eine sehr gute Idee, denn so politisch gebildete Bürger und Bürgerinnen. Das kann nicht schaden. Das kann nicht schaden in der Demokratie. Dann bedanke ich mich erstmal für diesen Hinweis. Ihr findet den Digitalomaten natürlich im Interweb. Digitalomat einfach eingeben, da ist man relativ schnell auf der richtigen Seite. Ansonsten könnt ihr Digital O und Mat auch durch Minus trennen und ein .de hinterschreiben, dann seid ihr direkt auf der sicheren Seite. 12 Fragen müsst ihr durchklicken, um rauszufinden, welches Parteiprogramm mit euren Vorstellungen am ehesten zusammenkommt. Unsere Empfehlung, auch die von Alexander Sander, ist das Ganze dann nochmal doppelt zu checken mit dem Wahlomaten. Und dann ist man schon relativ nah dran und muss nur noch 2 oder 3 Wahlprogramme lesen und nicht alle Parteienwahlprogramme vor der Bundestagswahl 2017. So ist es. Super, dann vielen Dank bis hierhin. Schöne Grüße an Volker Tripp und bis zum nächsten Mal. Gerne, danke. Die digitale Gesellschaft bei Flux FM. Ihr könnt unser Gespräch nachhören und unter Umständen sogar nachgucken, denn hier war eine Kamera aufgebaut. Auf YouTube. Viel Spaß. Danke, Alex. Ciao. Danke. Flux FM. In digitaler Gesellschaft.